Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen 3 Uhr nachts Video. Ich hoffe nicht, dass ich das jetzt irgendwie bereuen werde, das jetzt um diese Uhrzeit zu machen. Aber ich dachte mir, wenn man es nicht da am besten herausfindet, ja, dann weiß ich auch nicht. Zumindest werden wir auch was um 3 Uhr nachts jetzt gleich öffnen. Und zwar dieses Geschenk hier vom Grinch, das er mir einfach mal entgegengeworfen hat. Beziehungsweise er hat mich abgeworfen damit. Ja, mein völliger Ernst, Leute. Schaut euch unbedingt mein letztes Video an, dann wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall ist da drin angeblich eine verfluchte Puppe. Ja, eine verfluchte Wednesday-Puppe, um genauer zu sein. Da unten steht Wednesday. Und ja, die sieht ja nicht gerade unbedingt nett aus. Macht mir echt ein bisschen Angst, Leute. Irgendwie dreht gerade mein Licht durch. Seht ihr das? Warum blinkt das jetzt so? Warum ausgerechnet jetzt? Das ist nicht mehr normal. Wenn es jetzt gleich noch ausgeht, dann vorbei, Leute. Dann vorbei. Das ist gar kein gutes Zeichen. Aber wenn das Licht schon blinkt, dann könnte es echt sein, dass mit der Puppe irgendwas nicht stimmt. Auf jeden Fall hat er hier auf den Brief geschrieben, dass er mir nicht meinen Weihnachtsbaum wiedergeben wird, aber dafür eine verfluchte Puppe. Freche Kinder bekommen ein verfluchtes Wesen, sagt er. Wow, als hätte ich nicht schon genug davon. Das macht er doch extra. Ich dachte mir, wir packen die halt erstmal aus. Das steht auf dem Plan. Dann probiere ich ein Gerät an ihr aus. Und dann vielleicht auch ein Pendel. Mal gucken, ob das geht. Ansonsten noch Charlie, Charlie. Und dann, Leute, ich weiß nicht, soll ich 24 Stunden mit der verbringen und mich aufnehmen? Dann lasst mal jetzt unbedingt einen Daumen nach oben da. Das habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. 24 Stunden mit einer verfluchten Puppe verbringen. Soll ich mich das trauen? Bei 10.000 Daumen nach oben mache ich das. No way. Was ist das? Nein. Genau jetzt? Ja, super. Leute, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ich hab gesagt. Okay. Da kann ja das Auspacken beginnen. Ja, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und schreibt mal gerne eure Spooky Stories unten rein. Habt ihr irgendwas Unheimliches mal mit irgendeiner verfluchten, komischen, gruseligen Puppe erlebt? Habt ihr irgendwelche Erlebnisse, Leute? Ab damit in die Kommis. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich um Punkt 3 Uhr wieder und dann geht's los, Leute. Dann wollen wir mal die Puppe hier auspacken. Ja, auf jeden Fall scheint die neu zu sein, nicht benutzt oder so. Beruhigt mich ja ein bisschen, dass es anscheinend keinen Vorbesitzer gab. Aber ich frage mich, warum der Grinch mir sowas schenkt. Und vor allem, was machte er bei mir zu Hause? Der war irgendwie dabei, was zu klauen. Aber das war nicht mehr normal. Der ist irgendwie bei mir zu Hause reingekommen, Leute. Auf jeden Fall wunderschön eingepackt. Oh mein Gott. Oh. Ah, das eiskalte Händchen fliegt einem schon entgegen. Ach, warum fliegt das die ganze Zeit hin und her? Was ist das? Auf jeden Sorry. Sorry, Leute. Das ist sowas von chaotisch. Ich wollte sie euch gerade schön zeigen, aber nein, sie fliegt einem schon entgegen. Sehr sympathisch. Also so, ne? Ausgepackt. Ist sie noch gruseliger? Leute, guckt euch diese Wednesday an. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass diese kleine Puppe hier verflucht ist. Aber die sieht sehr, sehr böse aus. Das könnte glatt die Schwester sein von Annabelle. Alter Schwede. Und wo soll jetzt das rauf? Hier auf dem Kopf oder was? Passt das überhaupt? Ey, das passt! Kann man die auch hier oben raufsetzen? Ich glaube, das würde irgendwie funktionieren, wenn ich sie nicht in der Hand hätte. Ja doch, es passt, Leute. Oder auch nicht. Oder das Händchen hier ist verflucht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich so gar keine Lust, mit ihr eine Nacht zu verbringen. Und auch nicht 24 Stunden. Aber das gehört ja dann dazu. Soll ich das wirklich machen, Leute? Die sieht böse aus. Guck mal. Ich habe so das Gefühl, die guckt zur Seite. Aber ich glaube nicht, dass der Grinch mir einfach eine normale Puppe schenkt, oder? Das übrigens, das eiskalte Händchen sieht sehr realistisch aus. Aber ja, ich bin gespannt, ob gleich das Gerät irgendwie ausschlägt. Das habe ich schon mal benutzt, Leute. Und das schlägt tatsächlich auch aus. Aber ich bin gerade am Überlegen, dass wenn ich 24 Stunden mit der verbringe, ob ich das nicht dann auch draußen mache. Ob ich das draußen ausprobiere. Weil ich habe mal gehört, dass man... Schon wieder. Leute, schon wieder. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass irgendwie keine Rohre oder sowas in der Nähe sein dürfen, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wenn ich 24 Stunden mit der wirklich verbringen sollte, dann werde ich es nochmal ausprobieren. Aber wir gucken mal, was jetzt passiert. Was zeigt das Gerät jetzt erstmal an? Ja, dann frage ich mal das Pendel. Alter, ich werde wahrscheinlich zittern. Ich werde wahrscheinlich zittern, Mann. Und Charlie, Charlie, ich weiß nicht, ob er Bock hat zu spielen. So, Leute, ich habe es jetzt eben rausgekramt. Und das ist das hier. Das nennt man... EMF-Gerät, irgendwie Magnetfelddetektor, nimmt man auch, um zu schauen, angeblich, ob da Geister sind. Was passiert, wenn ich das auf die Wednesday halte? Okay, los geht's.
Gerade eben schlug das kurz aus. Was, wenn ich das neben ihr lege? Noch ist es grün, also eigentlich ist das ein gutes Zeichen, Leute. Ist die Wednesday-Puppe verflucht? Es bleibt grün. Ist irgendwas anwesend? Ich meine, das Licht da oben ist ausgegangen. Gucken, wenn ich das so ein bisschen bewege, ob dann irgendwas passiert. Bei ihrem Gesicht hat das Gesicht ist kurz rot geworden. No way. Okay, das war gerade gruselig. So, Leute, ich habe jetzt das Pendel rausgekramt und ja, das gehört zum Pendel. Das hier drin. Nicht wundern, warum da so Flecken sind. Das kommt vom Edding, Leute. Weil ich hier sonst immer, ja, Charlie und so gemacht habe. Und dann ist es durchgedrückt. Ich habe keine Ahnung, wie man das wegbekommt. Wenn ihr Tipps habt, immer her damit. Ich werde mal die Wednesday daneben stellen. Mal gucken, ob das irgendwie einen Einfluss drauf hat. Okay, Leute, dann wollen wir mal fragen. Ist die Wednesday-Puppe verflucht? Versuch so ruhig wie möglich zu sein. Es pendelt. Leute, es pendelt. Wohin zeigt es? Ja? Ich dachte erst unbekannt, dann vielleicht, aber jetzt eher ja, oder? Zwischen ja und vielleicht. Ist die Wednesday-Puppe verflucht? Leute, mein Licht dreht durch, ist ausgegangen. Ich hab Angst. Also es geht zaghaft auf ja und es ist wieder angegangen. Mein Licht spinnt. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera bemerkt. Ich frage jetzt nochmal, ein drittes Mal. Vielleicht kriegen wir ein eindeutigeres Zeichen, weil es war nur zaghaft. Ist die Wednesday-Puppe verflucht? Das Licht ist ausgegangen. Oh mein Gott, jetzt schlägt es mir aus. Es geht auf ja. Es geht eindeutig auf ja. Und Leute, das Licht ist aus. Okay, als nächstes frage ich noch eine Frage und dann fragen wir Charlie. Mal gucken, was er dazu sagt, ob er es nochmal bestätigt. Ist diese Wednesday-Puppe böse? Es geht auf ja. Eindeutig auf ja. Leute, das fühlte sich gerade richtig komisch an. Das fühlte sich irgendwie gerade so an, als wäre irgendwie hier unten was. Seltsam. Ich hatte das Gefühl, das Pendel da unten bewegt sich wirklich so mit irgendwie so einem Widerstand oder so. Ganz merkwürdig, Leute. Ich weiß nicht, es war gruselig. Das war richtig gerade gruselig. Wir machen jetzt mal eben das Raster, weil das muss man ja machen. Und dann kann es losgehen, Leute. Aber ich weiß nicht, ob Charlie noch Lust hat, mit uns das zu machen. Weil ich das schon so oft gemacht habe. So sieht's aus. Und jetzt muss ich den einen hier fixieren, den einen Stift. Und der andere bleibt beweglich. Okay, Leute, fangen wir jetzt mit der ersten Frage an, die man immer fragen sollte. Außer sie funktioniert nicht, dann muss man die andere Frage stellen, vor der habe ich Angst. Charlie, bist du da? Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe es. Ja, ja. Oh mein Gott, er hat geantwortet. Er ist auf ja gegangen. Okay, diesmal hat es gereicht, das zu fragen und es hat funktioniert. Das ist gruselig. Aber ich frage jetzt lieber mal, ob ich ihm Fragen überhaupt stellen darf. Charlie, kann ich dich was fragen? Mal gucken, was er dazu sagt. Er ist direkt auf ja gegangen. Er bleibt auf ja. Das ist ein gutes Zeichen, Leute. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht haben wir einen guten Tag erwischt. Okay, kommen wir jetzt zu einer sehr wichtigen Frage. Charlie, ist die Wednesday-Puppe verflucht? Mal gucken, was Charlie dazu sagt. Er bleibt auf ja und er ist auf ja gegangen, Leute. Das ist sowas von eindeutig. Also laut Charlie ist sie verflucht. Charlie, ist die Wednesday-Puppe böse? Mal gucken, was Charlie dazu sagt. Ja, Charlie sagt ja. Oh mein Gott, er hat das einfach mal bestätigt. Okay, kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Frage. Charlie. Soll ich mit der Wednesday-Puppe 24 Stunden verbringen? Mal gucken, was seine Meinung dazu ist. Ja? Hä? Er ist wieder auf der Mitte gelandet. Hä, was soll das denn heißen? Leute, was heißt das? Charlie, soll ich eine Nacht mit der Wednesday-Puppe verbringen? Mal gucken, was er dazu sagt. Nein? Ja? Oh mein Gott, jetzt pendelt er, Leute. Er ist stehen geblieben. Was heißt das denn jetzt? Er weiß es wahrscheinlich nicht. Er weiß nicht, ob ich das machen sollte. Aber wenn die böse ist... Fragen wir vielleicht mal so. Charlie, könnte sonst etwas passieren?
Mal gucken, was er dazu sagt. Ich hoffe nicht, dass es gruselig wird. Ja? What? Leute, was soll das heißen? Fragen wir mal vielleicht so. Charlie, werden die 24 Stunden mit der Wednesday-Puppe sehr gruselig? Mal gucken, was er dazu sagt. Er geht zaghaft auf Ja, Leute. Geht er zurück auf Nein? Nein, er bleibt auf Ja. Hä? Okay, fragen wir als nächstes mal. Charlie, ist es eine gute Idee, den Grinch nochmal anzuschreiben und anzurufen? Das meinten nämlich auch einige von euch. Er ist auf Ja gegangen, Leute. Warte, er bewegt sich noch weiter, Leute. Nein. Ja, was denn jetzt? Er bleibt in der Richtung von Ja. Keine Ahnung, ob es seine endgültige Antwort ist, aber er pendelte hin und her. Ihr meintet ja alle, das soll ich unbedingt machen. Charlie, soll ich den Elf on the Shelf nochmal anrufen? Wenn schon, denn schon, frage ich gleich nochmal. Okay, das war eindeutig. Leute, er ist stehen geblieben auf Ja. Okay, bevor ich den Grinch frage, frage ich jetzt mal Charlie. Charlie, hat der Grinch wirklich noch meinen Weihnachtsbaum? Also ich meine, was er kann zu haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob es meiner war. Ja. Okay, das war eindeutig. Charlie, bekomme ich den Weihnachtsbaum nochmal zurück? Mal gucken, was er davon hält. Ja, er bleibt auf Ja. Also laut Charlie bekommen wir den zurück. Aber wie, Leute? Wie? Okay, letzte Frage, die man immer stellen muss, wenn man fertig ist. Charlie, darf ich das Spiel beenden? Okay, eindeutig auf Ja gegangen. Sowas von. Soll ich jetzt 24 Stunden mit dieser Puppe verbringen? Vielleicht muss ich das ja, um den Weihnachtsbaum zurückzubekommen? Soll ich das machen?